finde es wunderschön, dass sich hier vereinzelt wieder Fans des BVB disqualifizieren. Was habt ihr denn faktisch seit 2013 erreicht? Einen DFB-Pokalsieg. Vizemeister ist für mich nicht wirklich was erreicht, auch wenn die Konstanz natürlich schon, ironiefrei, wirklich stark ist, in der man Zweiter oder Dritter in der CL ist man auch schon längere Zeit nicht über das Achtelfinale raus. Mitte bis Ende der 2000er war mir der BVB sogar sympathisch und hat dazu in den Meistersaisons auch tollen Fußball gespielt, aber dann hat man gedacht, dass man jetzt auf Jahre mit Bayern mithält und dieses Denken lebt noch in Watzke und manchen Fans hier. Deswegen auch die Arroganz gegenüber manchen Gladbachern, die berechtigterweise Watzke sagte häufiger, dass Bayern sie systematisch zerstören wollte. Was macht der BVB dann mit Gladbach, wenn man alle zwei Jahre wichtige Leute wegholt? Verstehe aber auch nicht, dass Rose hier teilweise in den Himmel gehoben wird. Bei den Siegen gegen Bayern war man auch nicht wirklich die bessere Mannschaft. Man hatte auch ein wenig Matchglück, ebenso wie Dortmund und in der CL, dass Lukaku das Tor zum Weiterkommen verhindert hat, wobei man dennoch doll gespielt hat, was ich damit nicht sah. Aber Rosa ist auch nicht frei von Fehlern, siehe Köln, wenn er sowas beim BVB ähnlich macht, dann braucht er die Innenstadt ein paar Tage erstmal nicht bitte. Also zusammengefasst, erstens sollten sich manche BVB-Fans nochmal Gedanken über die Position des Vereins im deutschen Fußball machen und zweitens nicht mehr gegen andere Vereine bezüglich deren Transfers sticheln, drittens, bezweifle ich, dass das eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit ist.